Was soll ich sagen, was los ist? Ja. Hey Freunde, wir spielen gerade Tales. Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Wir haben gerade, wie hast du ihn genannt? Eduard gesucht. Eduard gesucht. Und wir müssen ja Basiliskenschuppen finden, dann locken wir Eduard aus seinem Versteck. Aber ich weiß gar nicht, wie viele. Und deswegen muss ich nochmal nachfragen. Na toll. Okay, er sagt. Willkommen. Willst du hier bleiben? Nein. Den habe ich irgendwie sehr cool gesprochen, okay. Kann mich nicht erinnern. Okay, sagen wir mal 5. Echt? Ich weiß es nicht, vielleicht auch 5. 10. Ja, genau. Das ist interessant. Okay, das ist der nervigste Teil des ganzen Spiels. Echt, findest du? Ja, man muss in der Wüste rumrennen und warten, bis Basilisten kommen, die dann umbringen und hoffen, dass sie eine Schuppe fallen lassen. Natürlich nasche ich. Ballisto. Aristocat oder Ballistocat? Ah, Ballistocat. Das ist mein Lieblingsmove, Lightning Tiger Blade. Weil das schaut so toll aus. Da kann ich nichts sagen. Da bin ich einfach nur sprachlos. Da spreche ich nichts. Da sage ich dann einfach nur wow. Und das ist kein Wort. Also zählt es nicht das Sprechen. Wo ist mein Zitat? Weißt du, willkommen bei der neuen... Der war sogar im deutschen TV mal Game Jew. Echt? Und haben heute hier zu Gast... Spricht Deutsch? Nein, er war mal in einer deutschen Spieleshow. Haben heute hier zu Gast Game Jew. Ich war einmal so urmüde. Es war um 7 in der Früh oder so. Also am Ende meiner Wachbleibzeit damals. Und ich war so wirklich sehr, sehr müde. Und dann hast du Game Jew geschaut. Und ich habe... Ah, nicht. Ich weiß nicht, warum ich da noch nicht... Ich wollte noch... Ich glaube, ich habe noch ein Knuppis mit Milch zum Fertigessen gehabt. Und habe noch irgendwas schauen müssen. Weil was soll ich sonst machen? Nur essen und nichts schauen dazwischen. Das wäre ja dumm. Habe irgendwas angeklickt. Ich habe keine Ahnung... Ich habe gerade so alte Spiele-Reviewer geschaut. Echt? Und dann kam plötzlich in so ein Video History of Game Jew oder so. Das war so ein urlanges Video. Ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert. Es ist nicht urlang, aber schon relativ lang. Ich habe das Ganze angeschaut. Ich bin zwischendurch auch eingeschlafen. Ist mir jetzt egal. Ich bin zwischendurch eingeschlafen. Ich habe das so urkomisch. Und auf einmal reden die so Deutsch. Und heute haben wir zu Gast Game Jew. Und dann redet der Game Jew halt. Ja, ich war auch im deutschen TV. Ich habe dann noch vor Shigeru Miyamoto Geige gespielt. Also er hat so alles erreicht. So einer der legendärsten Reviewer anscheinend. Ich habe noch nie von ihm gehört. Aber ich glaube, der war so in der Anfangszeit von YouTube so urbekannt. Aber dann so hat er auch schon bald aufgehört. Es gab einmal, worüber Forge ein Video gemacht hat, Channel Awesome, wo der Nostalgia Critic... Also das ist das von Nostalgia Critic. Ja. Wo er so eine urriesige Truppe gehabt hat. Aber ja, der hat ja noch immer viele, oder? Ja, ich glaube schon. Aber irgendwie ist das... Forge sagt, es ist nicht mehr so gut wie früher. Es hat an Qualität sehr verloren. Ah, ja, genau. Es sind viele Leute nicht mehr da. Also ein bisschen über die Historie von Channel Awesome und den Nostalgia Critic und seinen Kollegen erzählt. Finde ich interessant. Passt das jetzt zu dem Spiel? Ja, denn es sind auch Geschichten. Tales, Geschichte, Geschichten. Ah, ja. Ja. Wo ist... Ich frage mich gerade, wo... Denn, kennst du das alte Intro von Dr. Slump? Nein. Jetzt habe ich die Musik vergessen. Also, da gibt es Pokémon Mystery Dungeon, ein töftes RPG, Rouge-like Spiel. Was ist aber Rouge-like? Ich habe nie ganz verstanden. Ich glaube, das ist so, wenn man in so einer offenen Welt ist. Aber... Echt? Cool. Ja, wenn man so einen Charakter schaffen kann, deine offene Welt, dann kannst du so leveln und so. Und halt schauen, was du zusammenbringst. Toll! Also man geht durch viele Dungeon-Ebenen und Items und Kampfts und mehr. Fairy Töfte. Pokémon Ranger. Das Spiel, wo man Kreise dreht. Pokémon Rumble. Echtzeitgeschlagen und lustig. Da gehen sogar zwei Spieler. Und... Don't be a lemon, be a rosebud. Wie geht nochmal die Themen von Adam Rose? Ich vergesse sie immer. Ach, ich habe den ganzen Tag einen Ohrwurm gehabt von der Thema, aber jetzt habe ich es vergessen. Aber jetzt ist sie weg. Ja. Nein, da ist kein Wurm mehr drin. Ha. Da weißt du, wo ich immer gern hingehe, wenn ich da so die Basilisten. Ja, kann ein Apfel sagen, er hat einen Ohrwurm, weil in Äpfeln sind oft Würmer drinnen. Jetzt wird's krass. Ich habe mal eine Maroni, nicht Macaroni, auf diese Maroni. Zunge gehe ich immer gern. Ich habe mal eine Maroni gegessen und da war dann so eine kleine Raupe drinnen. Was? Ein was?
eine kleine Raupe war. Ich habe es aufgemacht. In einer Makaroni? Ja, ich habe es irgendwie, es ist irgendwie so in der Hälfte gespalten klar. Und da war so eine kleine Raupe drinnen. Okay. Und die hat urgrauslich geschmeckt, weil. Du hast das gegessen. Ja, kennst du diese komischen Würmer, die sich so. Die so die das seltsamste. Die das, was? Die das seltsamste Walk-Cycle haben. Diese grünen, die auch auf Fäden sich fortbewegen. Ich glaube, das sind eh urbekannt, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Das ist wahrscheinlich meine Lieblingsraupengattung. Jetzt kommt der Klaas hier mit dem Spiel hier in das Spiel. Der Klaas fällt man wieder mit der Tür ins Haus. Okay, du darfst ja nicht Ifrit zaubern, weil ich glaube, der ist resistent gegen Feuer. Echt? Ja. Heilt ihm das dann sogar. Hat er jetzt hat das alles abgezogen? Ah, ich bin versteinert. Blattning einfach. Wer will jetzt flüchten? Wolltest du jetzt flüchten als Steinstatue? Ja. Das geht aber nicht. Du kannst nicht einfach als Stein flüchten. Steine können sich nicht fortbewegen. Irgendwie bei Tales of Symphonia, der Genius, ja. Wenn er versteinert wird, sein Kendama spielt verrückt, oder? Ja, das ja. War einmal ein Glitch. Ich bin das war ein Glitch? Ich glaub, ja, das ist eine Bitte. Nein, ich halte das schon für beabsichtigt von Namco. Haben wir Shigeru Miyamoto, Nintendo. Wer ist der Metal Gear Solid Typ? Keine Ahnung. Ach. Keine Ahnung. Okay, ja, dann fange ich jetzt gar nicht damit an. Mighty Number 9. Mega Man wird neu erschaffen in Form eines Superkampfroboters namens Mighty Number 9, der jetzt Mega Man ersetzen soll. So die Shooterpresse. Hey, der kann man nicht glauben. Pokémon Stadium! Konsolenartiges Pokémon-Gekämpfe. Pokémon Trading Card Game, das Sammelkartenspiel auf dem Game Boy. Pokémon Pinball, das macht auch Spaß und mehr. Pokémon Puzzle League, das Rätselspaß. In meinen Optionen eher massig. Und ich habe Pokémon Stadion 2 und es liegt hier oben. Ich habe das Spiel, aber ich habe es nie gespielt. Ich würde. Welche Konsole? N64. Das Pokémon-Spiel, was mich am meisten interessieren wird, ist Pokémon Kristall. Ja? Kristall? Ja, Kristall. Ich glaube, die zweite Generation ist. Was sie sieht das, für mich am interessantesten aus. Ich höre was. Missing No? Was macht das so ein Geräusch? Dieses. Ja, das. Der Computer ist das. Echt? Der macht so ein Geräusch? Ja, natürlich. Wow. Eine Kuh macht Mu. Was macht die Schildkröte? Wow, nein, so. Okay. Tiergeräusche nachmachen. Machen wir einen Wettbewerb? Nein, das ist Kindergarten jetzt. Okay. Machen wir einen Wettbewerb. Okay. Ja, was schlägst du denn sonst vor? Ich meine, Division ist ja jetzt. Ja, ich habe gesagt, das ist das Blödeste von Deals. Gab's immer ganz. Oh, du bist gerade rübergelaufen. Du bist gerade rübergelaufen. Da, diese. Wow, gibt's immer ganz am Rand, das kämpft man am Strand. Im Wasser? Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Wir können es nur probieren. Ein Strand? Ja! Desert King! Das ist der Desert King. Naja, sowas gibt es halt auch nur am Strand. Rätselspaß am Strand. Wow, sehr gut. Rampine! Das Pattern kenne ich von Tohu! Lieblings-Tohu-Teil. Dingo-Teil! Ah. Wo kann man Tohu kaufen? Ich will schon gern spielen. Ich meine, ich glaube, es ist ein tolles Spiel. Ich glaube, es kommt irgendwie eine Tohu-Collection für PS4 oder so. Ja, kaufst dir und dann schenkst mir. Der rote Schenk. Kauf es mir, dann schenk es mir. Schon, weint schon der Goblin, genau, Desert King. Der weint ja schon. Man kann nicht dashen als Klaas. Das wow, regt mich okay. Das regt mich nicht nur auf, das mit dem Buch. You roll the one. Now onward. Das regt mich nicht aber nur auf. Aber er sagt immer, wenn Klaas den Gegner besiegt, sagt er manchmal, you rolled a one, gell? Ja. Mhm. Also, aber eine one ist eigentlich gut bei Pen und Paper, oder? Bei Pen und Paper schon. Bei Wanna Kill the Camellia auch. Der zweite Boss ist ein Würfelspiel. Gutes Konzept. Neue Konzepte sind da. Ah, ich darf nicht an den Strand, weil wir müssen ja in der Wüste den Passagisten finden. Ja. Ich weiß nicht, ob der am Strand ist, aber da ist er. Tut mir leid. Los, Leute, da haben wir wieder einen. Lieblingshammer in einem Videospiel. Nicht Ifrit. Ich will nur schauen, ob es ihm heilt, okay?
Das ist nur ein Test, okay? Was? Heil ihm, ja. Wow, das ist jetzt zu stark. Stell dir vor, die Basilisken könnten selber Ifrit zaubern. Ich habe so ein urarger Hack von dem Spiel, der das Spiel wirklich schwer macht. Das zieht mir wirklich nichts abgenommen. Ja. Mach Undine. Ja, was glaubst du? Ja, was glaubst du? Also mein Lieblings-Toho-Spiel ist, es gibt sogar ein Toho-Kampfspiel, schon gewusst. Ich glaube, es gibt sogar mehrere Toho-Kampfspiele. Es gibt sogar ein Toho-Tetris-Glücksspiel, nein, das gibt es nicht. Es gibt so ein Sotten-Tetris-mäßig. Sotten, jetzt auch Tetris-mäßig. Gibt's. Ich lüge dich hier nicht an. Wie soll das gehen? Ja, so wie Super Puzzle Fighter. So. Das will ich mal wieder spielen, Super Puzzle Fighter. Nicht schon was Symphony of the Night und Tetris? Was? Nein, es ist halt wie Super Puzzle Fighter. Und da stehen halt links und rechts die Sprites aus Sotten. Und immer wenn du eine gute Line machst, dann werfen die sich Socken an den Kopf. Nein, dann machen sie halt Soul Steel und sowas. Mhm. Ja, Alucards Stimme. Ist sie gut? Aber wer war sein Sprecher? Keine Ahnung, das musst du nachschauen. Wow, Biene. Das muss ich nachblättern, meinst du? Also zu den Pokémon spielen. Ich würde eigentlich gern, die erste und zweite Generation würde ich gern spielen. Die dritte weiß ich nicht. Die habe ich mal angespielt, aber irgendwie fand ich die zu blättrig. Ich weiß es! Kann ich bitte ausreden? Nein. Man ist am Anfang in einem Wald oder so und das erste Gym ist irgendwie gleich. Mir ist es viel zu schnell gegangen. Ich kam in die dritte Generation nie richtig rein. Okay. Pokémon Snap, das Fotoapfelspiel. Pokémon Channel, das Spiel, wo man zwischen Fernsehen umschaltet. Pokémon Box, bloß ein Lager. Pokémon Kolosseum, auch recht töfte, wo man Crypto-Pokémon von anderen Trainern flauchen kann. Pokémon XD, das Kolosseum-Sequel. Pokémon Dash, fragwürdiges Rennspiel. Pokémon Link, auch ein Rätselspiel, aber besser und frustrierender. Pokepark, friedlich, aber mehr nicht. Und es gibt also richtig viele Sequels zu den Pokémon Spin-Offs. Ich meine Spin-Offs zu den Pokémon Sequels. Ja, das sage ich jetzt nicht falsch. Wow, Crest im Wasser, da wird man krank. Bam, wie ich denn, hast du jetzt auf die Anzeige geschaut? Das ist so viel lustiger. Welche Anzeige? Schau unten auf die Gegner, Enemy. Schau da. Okay. Weg! Wow. Weg! Einfach weggewischt hier. We wish you a merry... Hey, jetzt, warte, mir fällt gerade ein... Okay. Wir können jetzt ja den Ton wieder ein bisschen aufdrehen. Ach, wir sind auch dumm. Weil der Namco... Ist das egal? Pokémon Feuerrot und Brennheiß. Die fragwürdige Manga-Parodie. Wow. Gibt's das wirklich? Das ist ja schon irgendwie lustig. Ja. Also, was, der japanische Musiker, hört ein! Er hat ein Video gemacht, ein Weihnachtslied. Und es ist ein Jingle Bells Band. Und ich finde das sehr lustig. Ich finde das sehr toll, schmackhaft, ist aber schon von 2011. Naja, also schon etwas älter. Gell? Er ist auch nicht so alt, 2011. Das ist ja gleich in die Ecke links. Gell? Mhm. Gell? Gell oder Geller? Keller. Okay. Egal wie oft du Gell sagst, Uri ist Geller. Echt wahr? Ja. Ich habe mir jetzt angeschaut, den nächsten Uri Geller. Was ist das? Eine Zaubershow, wo Uri Geller schaut, wer sein Nachfolger werden soll. Oh. Und da hat einer einen Raben dabei gehabt. Stefan Raab hat das auch kommentiert. Und ja, er hat nichts zusammengebracht. Uri Geller hat sich nur in den Kopf gegriffen. Und das ist etwas traurig. Aber vielleicht kennt man noch die britische Musikshow X-Factor. Doch, es ist auch eine britische Musikshow. Doch. Tausendmal. Es ist das Unfassbare, okay. Dass man fünf Geschichten hört. Ja. Man muss dann raten. Das ist aber ein urgeniales Konzept irgendwie. Ja. Ich werde derweil sind alle erfunden, auch wenn er sagt, dass die wahr sind. Nein, er gibt dann immer seine Adresse an. Ja.
Okay. Die letzte One Piece-Folge. Ich arbeite so in meinem Kopf so eine Themenliste gerade ab. Die letzte One Piece-Folge war, da bin ich. Das war wieder. Nein, es gab im Dressrosa-Rack schon eine Folge, wo ich die ich richtig gefeiert habe, wie man es ja vielleicht sagt, aber heutzutage nicht mehr. Das war das, wo Ruffy gegen diesen Spitzkopf gekämpft hat und den in den Boden gerammt hat und die ganze Arena, zack, ist in zwei Hälften gesplittert. Da habe ich mich richtig gefreut, da bin ich richtig vor dem Bildschirm umher gehüpft. Aber die Folge, die letztes Mal war, das ist vielleicht eine meiner Lieblingsfolgen überhaupt, weil da kommt Lysop auf seine Kosten. Lysop ist mein Lieblingscharakter, weil ihm vergunne ich eigentlich alles. Laut Google gibt es Brennheiß leider nicht. Nur Ergebnisse zu Togo HQ und Fanfiction. Wow. Ah. Wie kann man Pokémon-Spiele noch nennen? Was wäre, wenn Pokémon Blau ein Remake haben würde? Wie würde das heißen? Wasserblau. Und Gelb? Stromgelb? Stromgelb? Ist das lustig? Ja. Okay. Blitzgelb? Ja. Pikachu ist gelb. Wieso repräsentiert Gelb immer Strom? Ja, weil der Blitz gelb ist. Blitz ist aber nicht gelb. Blitz ist eigentlich eher so blau oder eigentlich so weiß. Hell, Licht, Helligkeit. Es ist halt ein Blitz. Der ist eigentlich im Normalfall gar nicht gelb, wenn er vom Himmel jetzt kommt. Okay, die von Zeus sind vielleicht gelb, aber ein normaler Blitz. Ja, aber warum repräsentiert Lila immer die Dunkelheit? Seit wann, wo repräsentiert Lila die Dunkelheit? Überall. Ja, das habe ich nie gehört. Schwarz repräsentiert immer die Dunkelheit. Doch. Aber das dunkle Eko ist Lila. Ja. Ist auch ein bisschen grün, oder? Doch. Okay, vielleicht auch nicht. Okay, vielleicht auch nicht. Aber Crash Bandicoot war eine Beute. So, Pokémon brennheiß rot. Wieso kommen keine neuen Zuseher mehr? Ich meine, vorhin, da waren schon 6 Zuseher da. Ore, 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 Schokopo. Ja, oh. Wie macht man dieses E bei Pokémon mit dem Strich? Da, neben Backspace, eine Taste und dann auf E. Ah. Ja. Kennst du das, wenn manchmal alles überschrieben wird einfach? Man muss auf Einfügen drücken. Bedankt euch nach dem Essen. Weil mit vollem Mund isst man, redet man nicht. Wenn alles was. Wenn es überschrieben wird, ja. Hast du schon richtig gehört. Du schreibst was und dann gehst du ein bisschen zurück und dann schreibst du was und dann ist es weg. Das ist noch nie passiert, mir ist schon zweimal passiert. Das tut so weh, die Maske. Ich kann sie nicht mehr tragen. Wie kann man so eine Maske nur im Sommer tragen? So Kappe. Es gibt Menschen, die tragen wirklich Kappen mit so. Die tragen jetzt wirklich Kappen, ohne dass sie jetzt sich irgendwie schämen. Nein, es gibt Kappen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man. Also ich finde jetzt nicht, dass Kappen, dass das jetzt nicht gut ausschaut, aber. Schon nicht, oder? Aber wieso hat Ash eine Kappe? Weil er ist der einzig wahre Pokémon Meister. Ich wette, der hat die ganzen Pokebälle da eigentlich drin in der Kappe. Schau die Skorpione, schürzt das Brett, den ich je gesehen habe. Na, tut mir leid, Namco. Das ist wirklich von Namco. Ja, sicher. Ja, Namco. Soul Kabada 3. Lieblings Soul Calibur Teil. 3, ja, sicher. Lieblings Soul Calibur Calibur Fighter. Calibur Fighter. Ich weiß nicht. Ich mag die schnelleren eher. Ich mag nicht so Astaroth. Astaroth! Oder Rock. Ja, Astaroth ist unmöglich zum Spielen. Für normale Spieler. Mich hat jemand im Fragenfaden gefragt, was mein Lieblingsfilm 2014 wäre. Und ich schrieb, Fergie Story! Das ist mal ehrlich. Ja, Froggy Story ist eigentlich vielleicht auch mein Lieblingsfilm 2014. Außer Hercules von The Rock. Von The Rock, der hat das ganz allein geschrieben in Herz. Eine Schlange! Oh, so eine Schlange! Welcher Charakter definiert die Seele genauer? Ash oder Red? Ich glaube, Gary.